And yeah, we're with Hammer Talk once again on the way, on the road. And I hope you guys stay tuned. Today we have some special guests for you guys. And hey, it's going to be exciting, even though it's snowing outside. Aber we're going to still get it on. Goldrichtig, und ich danke dir sehr, dass du hoffentlich München weiterhin meiner Heimatstadt die Treue hältst, weil wir brauchen Menschen wie dich, die das noch spüren. Oh, das lief in dir. No, ich weine über meine eigenen Worte. Dann habe ich so auf geschickte Art versucht, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Also das ist mir sehr häufig passiert, auch beim Theater natürlich. Und also insofern habe ich einige Erfahrungen. Und immer wenn ich einen Regisseur habe, wo ich merke, da ist nicht viel, das merkt man ziemlich schnell als Schauspieler, dann denke ich, ja, Gott, ja, das könnte ich eigentlich jetzt alles viel besser machen. Aber man muss es hintenrum machen. Man muss es so machen, dass man die Leute auf Ideen bringt, die sie dann selber hatten. Richtig, genau. Man muss, ja, du hast genau der Punkt, ja. Ja. Man muss ihnen praktisch einreden, dass es auf ihrem Mist gewachsen ist, die Geschichte. Ganz genau. Ja, dieses Gespräch ist auf unserem Mist. Ja, und hier says Obatzda. What does that mean? Obatzda is a cheese. Bavarian cheese. Obatzda. Nice. Bavarian song would be too long. It would be nice for Paris to do a Bayern song. One minute. So let me sing the last minute. Ah, but the end was also the end. Are you related to Jackie Chan in any way? I did what? Are you related to Jackie Chan? No, Genghis. Genghis, okay. Genghis Khan. That's my father. Braucht ihr heute nicht mehr, weil normalerweise wird er so geschleimt. Es wird unglaublich viel geschleimt. Ja. Das ich glaube, früher wurde mehr Klartext geredet. Nicht so in dieser Gossensprache, die dann heute teilweise üblich ist, sondern einfach ehrlich, Klartext. Also wenn man zum Interview zusammenkam, hat der eine wirklich was wissen wollen und der andere hat sich erklärt. Und da gab es dann durchaus auch mal Streitgespräche. Ich habe eins wunderbar in Erinnerung, als Kinski bei dem... Gut, ich gerade erzählt. Warum sagst du? Ja, das ist eine herrliche Sache da. In Schwarz-Weiß war das noch. Ja, da haben wir uns so geärgert. Aber wie sie auch immer heißt, das ist auch ganz egal. Ja? Und sie da hinten, sie gehen jetzt raus. Und kotzen, weil sie gehen raus. Wenn ich im Theater bin, ich kotze auch nicht. Erfolgreich zu sein, das heißt ja viel Arbeit und viel Kreativität. Und das Ganze, das muss dir Spaß machen, sonst geht's nicht. Du musst sozusagen, das ist wie Spielen. Das ist ein großes Spiel. Und wenn du das gut spielst, dann bist du erfolgreich. Automatisch kommt es finanziell. Do you know who my talk with Ali Khan? Das ist der Mann, der einfach alles kann. Wenn Streit ist, streitet ihr auch die Zahnpasta-Streitigkeiten und die Kleinigkeit über Kleinigkeiten? Ja, natürlich. Ganz normal wie ganz normal, wie jede andere Familie auch. Deswegen, also ich bin so normal aufgewachsen, dass ich mein Vater nicht als irgendwas Besonderes sehe, sondern halt als meinen Papa, der manchmal 10-mal einkaufen gehen muss, weil er wieder den Zettel vergessen hat. So ungefähr. Also ist der so gewesen? Doch, der war so. Der war ein ganz lieber Mensch, also bescheiden, sehr bescheiden. Wie der entdeckt worden ist, die Geschichte kennt wahrscheinlich ja jeder, oder? Du meinst mit dem Titel die Sache, oder? Im Titel die Sache. Am Café. Ja. Im Café, ja, genau. Da ist er. Der Titel vorbeigegangen mit der Barbara Valentin, damals war er noch verheiratet. Und die haben sich gekannt, er hat kurz Gott gesagt zum Fischer und ist weitergegangen. Dann hat die Barbara Valentin ihn aufgehalten und gesagt, sag mal, war das nicht einer für die Serie, die du gerade geschrieben hast, gell? Und dann hat er, ja, stimmt. Also umgekehrt hat sie hingesetzt zu ihm und das, so ist er, also
Der Monaco-Franz geworden, also das berühmteste, warum er heute sein Standbild hat. War das was für dich gewesen? Träumt man da davon? Nein. Ehrlich gesagt, also ich wäre nicht der Typ gewesen, das war ein echtes Münchner Original. Ich bin ja gar kein Münchner Original. Was bist denn du? Ich bin eigentlich ein gebürtiger Sachse. So, das Gespräch ist beendet.